Ja, hallo liebe Freunde. Oh mein Gott. Ja, und willkommen wieder zu einem weiteren H-Game. Takeover in der Version 064 von Studio Dispotia. Meine Güte, Froschmalz. Ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Aber ich sag gleich eins. Das ist nicht der Geschmack für jedermann. Nicht wegen, also auch wegen des Artstyles, aber auch wegen seiner Gameplay-Mechanik, die in diesem Spiel zieht. Wir spielen in einer Welt, die einen Putsch hinter sich hatte und wir sehr viel mit Corruption und Intrigen spielen werden. Bei diesem Spiel wird es sich definitiv lohnen, einmal ein komplettes Spielverlauf zu spielen. Ihr werdet garantiert beim ersten Spiel, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, in ein Game Over laufen. Das ist mir nach dem zweiten Mal durchspielen auch noch passiert, denn es geht verdammt schnell, dass man hier in diesem Spiel in ein Game Over rennt. Was ist der Sinn des Spiels? Wir werden gleich sehen, dass so einige... also wie gesagt, es ist das nicht das grafisch beste Spiel. Es ist auch nicht... also wie gesagt, das einfachste Einsteigerspiel ist es definitiv auch nicht. Es ist schon... sehr interessant gestrickt, aber auch sehr gut gestrickt. Also man sollte sich Zeit nehmen für das Spiel und man sollte auch lernfähig für dieses Spiel sein. Denn ohne das werdet ihr nicht viel weiterkommen. So, spielen wir das mal ganz kurz mal an und gucken uns das ganze Spiel mal an. Wie gesagt, es ist für Windows, Linux und Mac kann man das Spiel also spielen. Lasst mich eben noch mal ganz kurz was sehen. Alles klar, gut. Es ist sehr... sehr schwer zu lernen, das Spiel, aber spaßig. So, unseren Namen geben wir erstmal ein, Ben. Dann erfahren wir die ganze Vorgeschichte, was eben halt an der Revolution ist passiert. Und dadurch eben halt ist ein Putsch geschehen. Und Dr. Power, War of Force. Also wie gesagt, wir sind halt hier mehr auf einer Sache unterwegs. Also besser gesagt, nach einem rebellierenden Putsch sind wir jetzt hier mit unserer Familie da. Das, was heißt Familie? Das Spiel ist sehr, sehr interessant in den Wege her gestrickt. Es gibt dieses Serum Control hier, das erforschen wir nachher durchs Researching. Kann ich euch mal ganz kurz erklären. Ihr habt hier oben die Days, die Monday Morning, dann Day Research Points. Ihr kriegt Research Points, Suspicion 3 von 35, Money, das ihr habt und Supplies, die ihr bekommt. Spiel ist halt sehr... also es ist schwer zu lernen. Ihr seht selber, My Roommate Kate, Superflex Central for Stereo Revolution came, bla bla bla. Ihr habt den Text nochmal ein bisschen durch, My Landlady. Also mal so gesehen, ja. Es ist einfach, eigentlich wäre es Mutti und Schwester. So. Das Spiel selber, wie gesagt, kann ich nur Leuten empfehlen, die wirklich sich mit dieser Art von Artstyle erstmal nichts Schlimmes anfangen können. Also das mögen, auch so eine Art von Artstyle zu spielen. Die Musik ist ein auch eigentöniger Geschmack. Es geht hier also sehr viel um Manipulation. Sagen wir mal so. Über dieses Serum, dieses Control-Serum können wir auch die Corruption der Leute hochbringen. Und das ist auch ein essentieller Bestandteil, um nicht zum Game Over zu führen, dass wir die Corruption hochputschen. So. Ihr seht selber, das ganze Ding wird so im Bild dargestellt. Die Age-Scenes, es gibt ein paar animierte Age-Scenes und es gibt ein paar Bild im Bild Age-Scenes. Nisterweilen ganz okay, also ganz gut gemacht, aber eben halt das Spiel selber, das ist eben halt das, was sehr, sehr interessant ist. Und es wird euch auf alle Fälle, wenn ihr jetzt Lust gehabt habt, dieses Spiel mal zu spielen, euch definitiv die ersten paar Versuche ganz schön frustrieren. Das wird auf alle Fälle dazu kommen. Es wäre auch nicht schlimm, wenn ihr das erste Mal durchspielt und euch danach eine Komplettlösung oder eine Hilfestellung zu Hilfe nimmt. Es gibt Cheatcodes, könnt ihr auch gerne nutzen.
Aber ich würde euch für das erste Durchspielen erstmal empfehlen, das Spiel selber mal einfach zu spielen. So, ihr habt jetzt erstmal, das ist der Morning-Ablauf. Ihr könnt jetzt Visiting Selinas Room machen, Visiting Katie's Room, Use Cellphone, das kommt später noch dazu. Music Choices, ihr könnt die Musik ein bisschen ändern, also die jetzt hier läuft. Go to City und Sleep. Ihr habt vier verschiedene Tagesrhythmen. Einmal morgens, mittags, nachmittags, abends und spätabends. Ihr könnt in mehreren Sachen was tun. Also jetzt zum Beispiel hier empfiehlt es sich am Morgen immer erstmal zur Arbeit zu gehen. Geht ihr nicht zur Arbeit, habt ihr ein schnelleres Game Over, als ihr gucken könntet. So, das tun wir jetzt auch. So, ihr seht, das ist die Map. Ist okay. Ich glaube, da unten ist Ikea. ist okay, es ist gut rübergestaltet. Kann man sich jetzt nicht so beschweren. Ihr habt die Countryside, the Workshop, Downtown, Coffee Shop, University Park, Mall und Laboratory und das Haus. Ich habe auch schon mehrere Versuche gespielt, bin aber leider bisher immer schlussendlich an ein Game Over gelandet. Habe ich mir noch keine Komplettlösung dazu angeguckt, weil ich das Spiel gerne selber verstehen möchte und durchspielen möchte. Für mich ist das Spiel so ein kleiner Anreiz. Ich fand das sehr interessant. Ich fand die Mischung hieraus sehr interessant. Gerade mit dem Corruption-System und dies und das alles fand ich sehr interessant. Und ich lerne das Spiel teilweise immer noch ein bisschen. Ich mag ja eine Herausforderung beim Gamen. Und gerade das gibt mir dieses Spiel hier teilweise. Eine kleine Herausforderung, die man erstmal lernen muss. Deswegen sage ich ja, dieses Spiel wird nichts für jedermann sein. Also viele Leute werden sagen, die werden das Ding in die Ecke schmeißen. Als erstes geht man eigentlich erstmal ins Laboratory, sage ich mal so. Hier könnt ihr Work machen. Research wird euch am Anfang nichts bringen, weil euch die Dame da immer im Weg stehen wird. Also workt ihr erstmal. Dann bekommt ihr $25. Dann kommen wir in den Evening. Dort könnt ihr Socializing machen reden. Hier habt ihr ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ask for Favors könnt ihr nehmen, wenn ihr das gerne mögt. Könnt ihr mit ihr allow personal items, ask for money, covering shift, dass ihr euch die Rückendeckung halten wird. Wird sie aber am Anfang nicht machen, weil ich kann euch das mal ganz kurz nochmal hier zeigen. Dieses kleine Büchlein hier unten, das öffnet ihr und da seht ihr ungefähr, wie die Corruption Art bei der ist. Ihr kriegt auch noch Infotextes mit dazu. Irgendwie im Hintergrund gab was los. Also Infotext kriegt ihr auch noch mit dazu. Es ist sehr viel Lesekram, sehr viel Arbeitungskram und ihr lernt noch immer mehr Leute kennen. Ich habe selber bisher auch noch nicht so weit gespielen können, weil ich meistens mal in ein Game Over gekommen bin. Hier haben wir die Suspicion, das ist -7. Da müssen wir ein bisschen auch aufpassen. So, ihr könnt Actions nutzen und ein Hangout machen. Das ist wahrscheinlich das Okay. Das sollte man wahrscheinlich am ersten erstmal machen. Das sind wir übrigens. Ich sag ja, das Spiel soweit ist relativ interessant. Also es hat auf alle Fälle eine Lernkurve, die ihr auf alle Fälle gehen solltet. Ihr könntet jetzt in Night Research machen. Und da würdet ihr dann erstmal 9 Punkte darauf bekommen. Bis ihr dann eben halt das Serum bekommt. Ne? Das dauert noch ein bisschen. Am Abend habt ihr die Möglichkeiten, einmal hier sie zu sprechen. Alles hinaus läuft immer auf das Serum hinaus. Das kann ich euch gleich schon mal versprechen. Alles läuft auf das Serum hinaus. Ihr könnt Favors natürlich, Public Praise nehmen. Aber dafür braucht ihr erstmal ein bisschen Corruption bei denjenigen aufgebaut. Und dafür empfiehlt sich das Serum. So, ihr könnt Actions nehmen, das alles ist alles noch gesperrt. Ihr könnt aber als Teasers den Kiss nehmen. Das würde sie machen, das tut sie auch. Und das Hangout zeige ich euch auch mal. Ihr könnt ein Restaurant-Hangout machen oder ihr könnt ein Haus-Hangout machen. Wir machen es mal im Haus. Dann kommt diese, was ist das, 70er? 60er Jahre Musik, würde ich sogar noch sagen. 70er, sogar 40er Jahre Musik, ne? Sehr interessant auf alle Fälle gestaltet das Spiel. Warte mal. Ist der Entwickler deutsch? Mein Gott, das ist 30er. Ja,
Das ist 30er, 40er Jahre Soundtrack. Meine Güte, wie alt ist das? Wie alt ist die Musik? Aber interessant, das habe ich ja noch gar nicht mitgekriegt. Ich habe da mal weitergeklickt, weil das einfach nicht mein Musikstil ist. Ich höre jetzt gerade zum allerersten Mal den Song. Das ist ja interessant. Das ist ja deutsche Musik. Selten, hätte ich gar nicht erwartet, ob der Entwickler wusste, was er da gerade nimmt oder ob er sich einfach nur gedacht hat, das passt gerade sehr gut dazu. Naja, ist ja auch egal. So, Reprise, wir schlafen also ein, wir gehen mal wieder in die City. Ich habe die Workstation, dürfen wir noch nicht gehen. Coffeeshop können wir ins HQ gehen. Können wir sogar auch. Wir sollten in diesen Raum noch nicht rein. Genau, also wird wahrscheinlich der erste Run darauf hinauslaufen, in der Laboratory, vielleicht in der University? Nee, er hat nur Business hier. Im Labor das Working rauszuholen. Minus 10 haben wir da jetzt schon drauf. Leave plus Subscription natürlich mit da hoch. Könnte man jetzt machen, weil man dann auf 0, you missed the work. Kann man auch machen, sollte man immer aufpassen. Das Spiel hat eine ganze Menge interessanter Ideen. Man muss es wirklich auch erst lernen. Ich persönlich habe es so mal gemacht, ich habe erstmal den Hangover gemacht. Sobald ich, Hangout ist aber auch noch besser. Sobald ich das Serum herstellen konnte, habe ich versucht, dann so ein bisschen die Kontrolle über die Leute erstmal zu bekommen. Gerade auf der Arbeit muss ich dann sehr schnell zusehen, dass ich dann eben halt das hinkriege. Wir können auch mal Katie mal besuchen. Hier sehen wir, die Personen ändern sich auch, je nachdem, wie ihre Corruption läuft. Sehr interessant auf alle Fälle. Ihr könnt hier auch Teaser, Hangout, das wird sie alles noch gar nicht machen wollen, weil hier müsst ihr eine gewisse Corruption-Zahl machen. Ich kann ja mal draufklicken, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich kann ja mal Kiss drücken. Dann steht da gleich geschrieben, Teaser, Group? Nee, machen wir Handjob. Seht ihr, da needs 40 Corruption for this action steht da einfach drauf. Deswegen könnt ihr das noch nicht machen. Könnt ihr es aber ein Hangout machen, und zwar ein House-Hangout machen. Es bringt euch aber nicht, glaube ich, so viel weiter, wie ihr erwartet hättet. Das kommt, denke ich mal, wenn ihr das erstmal alles richtig hingekriegt habt. So, wir worken nochmal. Wir könnten auch resten. Wir machen aber erstmal Socializing und reden eine Runde. Hängen nochmal out hier. Und wichtig ist auf alle Fälle, was ich jetzt herausbekommen habe schon im Spiel, ist, dass wir die Research Points hochkriegen. Bis es dann eben heißt, wir können das Serum herstellen. Das kommt, denke ich mal, auch bald. Wir können sie noch visiten. Nein. Actions und... Wir können ja mal ins Restaurant gehen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn wir ins Restaurant gehen. Dann geht man mit ihr halt ins Restaurant, dann kommt das Restaurant auch. Wie der anderen. Mit der einen könnt ihr dann eben halt noch Dingses machen. Shoppen gehen. Kostet aber Geld. Muss man immer so ein bisschen nachgucken. So, haben wir geschafft. So, da kommt eben halt eine Textsprache durch. Könnt ihr euch dann durchlesen. Es ist man muss lernfähig sein für dieses Spiel. Aber ich denke mal, es hat einen sehr guten Ansatz, meiner Meinung nach. Ist mal wieder was anderes, mal wieder sowas, mal wieder zu spielen und sich mal wieder sowas anzugucken. Gerade, aber es ist halt so, du musst es halt auch wirklich mögen. Es bringt auch nichts jetzt auf Research. Ich kann es ja mal zeigen. Ich zeige es euch einfach mal. Komm, wir gehen mal ins Headquarter. Ich kann ja zurückspulen. Wir drücken jetzt Research. Und dann kommen diese Nimara. Und weil wir nicht arbeiten, sondern eben halt diese Research machen. Deswegen kriegen wir davon halt eben Ärger, weil sie eben sagt, wir sollen arbeiten und uns nicht um solchen Kram wie Research machen. Deswegen können wir das nur in der Nacht machen. Und ich glaube, jetzt müssten wir das Serum erforscht haben. Ja, jetzt haben wir 5 Serum. Mit dem Serum in der Hand habt ihr jetzt auch eine neue Optionsmöglichkeit. Und zwar Give Serum. Wenn ihr das Serum gibt, bekommt die Corruption bei denen geht dann höher. Ne? Also, ich persönlich habe die Route noch nicht gegangen, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt erstmal mich auf der hier ihre Corruption, oder ich werde alle versuchen, mit Corruption vollzukriegen, so ein bisschen weiter, aber das in einen gemixten Sachen zu machen. Freedom 0, okay. Aber ich denke mal,
Vielleicht habe ich jetzt den einen oder anderen mal heiß gemacht, dieses Spiel mal zu spielen. Für Tipps und Tricks, falls ihr das Spiel schon gespielt habt und falls ihr auch schon ein paar Sachen oder sowas alles wisst oder ein paar Tipps für Anfänger geben könnt, schreibt sie unten in die Kommentare ruhig rein und guckt euch das nutzt es dafür. Weil ich denke mal, meiner Meinung nach, glaube ich, das Spiel hat schon was sehr Interessantes an sich. Gerade so, weil man sowas vielleicht noch nicht so ganz kennt, ne? Also so den Spielstil noch nicht so richtig kennt. Ansonsten kann ich nur empfehlen, ausprobieren, gucken, machen, tun. Auf alle Fälle ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen, das mir so noch nicht unter die Augen gekommen ist. Klar, sehr linearartig, sehr strukturiert, sehr standbildhaftig und sowas alles. Aber ich glaube, aber auch der Artstyle passt sehr schön in diese Welt hinein, die eben halt, mal so gesehen, aufgebaut worden ist, diese neue Welt nach einem Bürgerkrieg und dies und das alles. Sehr, sehr interessant. Thema gar nicht mal so schlecht. Wir gucken einfach mal. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen wird. Ich werde es jetzt auf alle Fälle noch mal ein bisschen spielen, werde nochmal safe, werde nochmal mehrere Runs machen. Ich versuche das Spiel einfach so auf meine Art und Weise ein bisschen zu lernen. Wie gesagt, aber ne, das sind die ersten Sachen, die ihr auf alle Fälle gehen müsst. Viel Spaß beim selber zocken. Guckt nach, wie es euch gefällt. Ich persönlich fand es nicht schlecht. Auf alle Fälle, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch hier einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.